Herzlich willkommen auf unserem Kanal, wir sind's wieder, Chicken Like This, und danke, dass ihr immer wieder eingeschaltet habt. Und heute machen wir Ratatouille à la Chicken Like This, und das ist dabei rausgekommen. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei dem Video. Und hier das Rezept für zwei Personen. Wir brauchen ca. 3 Knoblauchzehen, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch mehr nehmen. Ein paar Spitzpaprika, eine grüne Zucchini, eine gelbe Zucchini, eine Aubergine, eine rote Zwiebel, ihr könnt dann natürlich eine weiße Zwiebel nehmen, 4 Tomaten, 2 Stangen Schnittlauch, etwas Thymian, Salz, Pfeffer und unser gutes Olivenöl. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, und jetzt fangen wir auch schon an. Nun schälen wir erstmal die Zwiebel und schälen sie, nachdem wir sie geschält haben. Den Knoblauch schneiden wir in dünne Würfel. Als nächstes schnappt euch ein Blech, natürlich noch vorher das Backpapier drauf. Und jetzt kommen hier sowohl die Spitzpaprika als auch die roten Zwiebeln und ein bisschen Thymian. Der Knoblauch kommt oben drauf. Als nächstes ein bisschen Olivenöl. Und natürlich darf auch Salz und Pfeffer auch nicht fehlen. Den Backofen einmal auf 180 Grad Umluft stellen. Mittlere Stufe für 15 Minuten. Nachdem ihr die Tomaten gewaschen habt, kommt jetzt hier oben so ein kleiner Anschnitt rein, so. Denn ihr müsst nebenbei warmes Wasser aufkochen lassen, denn wir wollen nämlich später die Tomaten blanchieren. Als nächstes beschäftigen wir uns damit, dass wir die Zucchinis und auch die Aubergine schneiden. Die Tomaten habe ich ganz vergessen auch noch zu erwähnen, die nicht anschneiden, so wie wir es gemacht haben, sondern auch in dünne, feine Scheiben schneiden. So dünn sollte es circa bei euch aussehen. Das Wasser ist am Kochen und jetzt kommen hier die beiden Tomaten ins Wasser. Die 3 Minuten sind um. Mit einer Kelle kommen jetzt die Tomaten in ein eiskaltes Wasser. Optional wäre es, wenn ihr da noch Eiswürfel reinmacht. Kann man jetzt einfach ganz easy mit einem Küchenmesser schälen. Jetzt schauen wir einmal, wie das Gemüse aussieht. Das riecht und sieht wunderbar aus. Nachdem ihr die Paprika aus dem Ofen geholt habt, entfernen wir einmal hier die Enden und entkernen danach die Paprikas. In einer Küchenmaschine oder auch ganz normal mit einem Küchenmixer kommt das entweder in ein Schälchen oder in einen Thermomix, kommt wieder Salz und Pfeffer rein und anschließend das Olivenöl. Und zu guter Letzt 2 Zehen Knoblauch. Jetzt kommt der Deckel einmal drauf. 20 Sekunden auf volle Granate. So soll es bei euch aussehen. Jetzt kümmern wir ums Dressing. Hier kommt jetzt wieder ein bisschen Olivenöl rein. Als nächstes kommt Salz und Pfeffer rein. Und als nächstes schneiden wir noch den Thymian mit in die Schüssel. Nachdem ihr die Soße jetzt hier in eine Auflaufform gegeben habt, schnappen wir uns einmal die Auberginenscheibe, nach die Zucchini, gelben Zucchinis und eine Tomatenscheibe. Und dieses Verfahren machen wir jetzt die ganze Zeit. So, das Dressing verteilen wir jetzt einmal hier oben drauf. Wenn ihr das getan habt, kommt hier nochmal eine kleine Abdeckung drauf. Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Unser Ratatouille kommt jetzt in den Backofen. Wir machen jetzt 35 Minuten und das sollte passen. Jetzt sind die 35 Minuten um und wir schauen mal, wie das Ganze aussieht. Der Moment der Wahrheit. Jetzt erstmal probieren. Das war's vom Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen. In der Videobeschreibung findet ihr die genaue Anleitung und die Zutatenliste. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr uns jetzt abonnieren. Und am besten schreibt jetzt mal in die Kommentare, was wir als nächstes kochen sollen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!